Hey und herzlich willkommen zu Achilles, schön bist du eingeschaltet. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema eines iPads und nämlich kann dieses iPad einen E-Reader oder ein Notebook wirklich ersetzen. Wenn wir uns mal das Ganze ansehen, haben wir hier ein iPad Pro 10,5 Zoll. Das wäre hier die neunte Generation. Ihr habt hier oben noch die Möglichkeit Kopfhörer einzustecken und unten, wie man es kennt beim iPhone, natürlich könnt ihr dort das iPad laden. Was auf jeden Fall empfehlenswert ist, wäre dieses Case, weil das Case ist magnetisch und es schützt auch das Screen und ihr habt somit auch zusätzlich die Möglichkeit, mal ein Buch zu lesen und möchtet ihr nicht ständig das reflektierte Licht im Screen haben. Zuallererst testen wir mal die Bücher-App von Apple und öffnen hier mal ein Buch. Dann machen wir hier mal eine Notiz rein mit dem Pen. Ja, schreiben wir einfach mal okay als Beispiel. Was wir euch auch noch zeigen möchten, ist, dass ihr hier auch die Tastatur verwenden könnt. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel noch das Keyboard zusätzlich kaufen und somit ganz entspannt auch so Sachen, also aufschreiben, die ihr notieren möchtet oder Notizen, die euch wichtig sind. Ihr könnt natürlich auch farbige Textstellen markieren und diese später wieder abrufen. Wenn man hier unten reingeht, dann sieht man hier, was man alles markiert hat und ist wirklich sehr schnell zurück auf der Seite, auf der man ursprünglich mal eine Notiz gemacht hat. Ja, im Weiteren gibt es dann noch die Kindle-App. Diese Kindle-App ist ja von Amazon. Hier könnt ihr auch direkt zum Wörterbuch gehen. Wikipedia zeigt sie euch an und ein Translator, wenn ihr diesen gebraucht. Dann könnt ihr hier auch eine Notiz hinzufügen zu der Textstelle. Ihr könnt wie auch bei der anderen App farbige Stellen markieren und diese dann im Nachhinein wieder hervorheben. Diese App finden wir fast besser, weil ihr habt auch die farbigen Stellen, wie sie im Buch ersichtlich sind. Und das ist wirklich sehr angenehm zu lesen. Ja, wie man sieht, ihr könnt es immer wieder abrufen direkt zu der Textstelle, bei der ihr es markiert habt. Ja, stellt sich einfach noch die Frage, kann man dieses iPad auch gebrauchen als Notizbuch? Und diese Antwort ist sicher mal ja, weil ihr bekommt diese Freeform-App gratis dazu beim iPad. Also ihr könnt es ja beim App Store direkt runterladen und habt hier verschiedene Zeichnungsmöglichkeiten. Diese zum Beispiel, die erste, diese wandelt eure Notizfunktionen direkt um in die Schriftform. Das ist sehr, sehr cool, weil wenn ihr zum Beispiel eure Notizen wieder lesen möchtet und denkt, ja, vielleicht kann man sie nicht mehr lesen, dann wäre diese Option wirklich eine Hammer-Sache. Dann habt ihr auch die Möglichkeiten, Formen einzufügen und da habt ihr wirklich eine gigantische Palette von Pfeilen über Kreisen, über Quadrate, über Quader, das ist wirklich gigantisch, also einfach für Mathematik schon alleine, da habt ihr so viel, so eine große Palette und ihr könnt diese Dokumente natürlich auch teilen, ihr könnt Fotos einfügen, Dokumente einfügen und diese mit euren Kolleginnen oder Kollegen teilen, sofern ihr zum Beispiel wirklich immer sehr coole Notizen macht während dem Unterricht und habt hier auch die Tastatur. Ihr könnt natürlich auch immer die Tastatur verwenden, wenn ihr diese hättet. Was sind die Vor- und Nachteile von einem iPad? Wir haben sicher einen höheren Preis für einem iPad. Der Akku hält nicht gleich lange. Also bei all diesen Farben ist das fast logisch. Der Pen, Case und die Tastatur müssten, wenn ihr das wollt, auch zusätzlich gekauft werden. Die, würden sagen, sensible Daten haben vielleicht dort nicht, sind dort vielleicht nicht so intelligent aufzubewahren. Ihr habt vielleicht auch, so wie wir, aktuell mal ein Internetunterbruch, wenn ihr unterwegs seid. Der Vorteil von diesem iPad ist, dass es auf jeden Fall als Buch dienen kann und als Notebook. Die Daten kann man sehr schnell teilen. Man hat sehr schnell ein neues Buch dann, also auf dem iPad. Ihr habt
eventuell sogar ein Ersatz für einen Laptop, wenn ihr das möchtet. Und ihr habt das farbige Display mit dem Night Shift. Und das Night Shift, der Night Shift Mode ist von Apple und dieser Mode ist automatisiert und stellt am Abend ab, sodass ihr dieses warme Licht auch gebrauchen könnt. Das ist wirklich eine super Sache. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir unser Video gefallen hat, würden wir uns freuen über ein Like, Share, Comment oder ein Subscribe. Und lass uns doch wissen, was du lieber hast oder was deine Erfahrungen sind mit dem iPad. Liest du lieber mit dem iPad oder doch mit deinem E-Reader? Wir wünschen dir viel Spaß und freuen uns aufs nächste Mal. Bye, bye.